Baujahr 1966, Bauart GTW 6, 20 Meter lang mit einer Spurweite von einem Meter. Seit 2004 fährt die Straßenbahn als Partybahn durch Jena. Weil es mit einer bekannten Brauerei einen neuen Sponsor gibt, wird die Bahn jetzt saniert und neu gestaltet. Folieren nennt der Fachmann das Anbringen von Folien auf die zuvor neu lackierte Hülle. Für diese Tätigkeit hat der Jena Nahverkehr mit der Firma Atrium Digital aus Gera seit Jahren einen verlässlichen Partner. Das Anbringen der wetterbeständigen Folien erfordert viel Fingerspitzengefühl. Auch im Inneren der Bahn werden neue Folien angebracht. Die Partybahn wird komplett mit Folie eingepackt. Die Pläne für die Gestaltung und Einrichtung stammen von der Jena Innenarchitektin Hedi Kappler. Farben, Formen und Materialien stehen im Einklang mit dem Werbeauftritt des neuen Sponsors. Jedes Detail wie der 6 Meter lange Tresen gehört zum Gesamtkonzept. Momentan sieht es in der Bahn aber noch aus wie auf einer Baustelle. Sie wurde komplett entkernt. Noch gehört viel Fantasie dazu, sich die vollendete Partybahn vorzustellen. Es ist ein ganz besonderer Auftrag. Das ist auch was, was man natürlich nicht alltäglich macht. Und die Aufgabe war, diese Partybahn komplett umzugestalten. Und leiten lassen habe ich mich eigentlich von dem, ja im Grunde genommen von dem Sponsor, von einem Getränk, von dem Bier. Und wir sind darauf gekommen, dass wir gesagt haben, ja, das würde gut passen, diese Farben von dem, vom Bier zu übernehmen. Zum Beispiel das Goldgelb, das flüssige Gold, das wir in den Sitzen, in den Polstern verarbeiten. Die Schaumkrone, die weiße, dass wir die Tischplatten in weiß machen und auch die Theke komplett in weiß. Das ist eine wahnsinnig lange Theke mit 6 Metern und die wird komplett unterleuchtet, sodass wir mit einer leuchtenden Theke durch Jena fahren können. Die Sanierungsarbeiten im Bahninneren gehen gut voran. So ist in den vergangenen Wochen die gesamte Elektrik neu verlegt worden. Weitere Schritte sind das Anbringen der Deckenplatten und Wandverkleidungen. Danach kommt der Fußboden an die Reihe. Zuletzt werden der neu entworfene Tresen und Tische und Stühle montiert. Insgesamt verfügt die Bahn über 25 Sitz- und 15 Stehplätze. In der Weihnachtszeit soll die Jena Partybahn wieder in Jena unterwegs sein. Der Nahverkehr hat das Einsatzkonzept überarbeitet. Man konnte bisher die Partybahn ja für private Feiern mieten und wir haben gelegentlich auch Rundfahrten angeboten. Wenn wir die Partybahn neu in Verkehr bringen gegen Ende des Jahres, dann wird man das natürlich auch wieder tun können. Wir werden darüber hinaus die bekannten Formate anbieten, Nikolausfahrten zum Beispiel. Darüber hinaus wollen wir Stadtrundfahrten anbieten zu bestimmten Themen und auch ein Sonntagsfrühstück etablieren. Die Mitarbeiter des Gera-Unternehmens sind geübt im Folieren von Straßenbahnen und Bussen des Jenaer Nahverkehrs. Auch die beiden ersten Designs der Partybahn haben sie umgesetzt. Der mehr als 50 Jahre alte Straßenbahnzug war ursprünglich im Linienbetrieb in Heidelberg unterwegs. Vor 15 Jahren wurde er als Partybahn fürs Jenaer Schienennetz umgebaut. Jetzt wird die Partybahn wieder schick gemacht. Feiertage und festliche Anlässe können kommen.